Guten Tag. Wir, das Team Boschone Autobrokers von Fort Lauderdale, Florida, präsentieren Ihnen hier heute mit Stolz ein Kennerfahrzeug mit viel, viel, viel Potenzial. Dies ist ein 2005er Porsche 911 Turbo S Cabrio. Das Fahrzeug hier ist im Sammlerzustand. Also der einzige Haken, den ich sehe, ist vorne ein kleiner Riss in der Plastikfrontlippe. Alles andere ist wie neu. 14.000 Meilen. Was ist besonders an dem Fahrzeug? 2005 ist das letzte Jahr des 996. Also es wurden auch schon 997 und 9 in 2005 produziert. Wie wir wissen, die ersten sind nicht so beliebt. Das war so, was Porsche gerne dann die Krönung nannte, am Ende einer Baureihe. Der Turbo S. Das ist der Turbo mit dem Leistungspaket, mit dem X50, also 450 PS bringt der Wagen es. 4 Sekunden von 0 auf 100, 4,2 glaube ich. Da hat die Keramikbremsen serienmäßig drin, Bestickung vom Porsche. Das Schöne ist, für den Kenner, die sind limitiert, es wurden nur 900 gebaut. Das ist weltweit gesehen sehr, sehr wenig. Und das ist halt der ausgewogenste 996, den man kaufen kann. Hier in einer wunderschönen Farbe, das ist Slate Grey, also Schiefergrau Metallic, eine Sonderfarbe, die kostete auch nochmal Aufschlag. Schön passend schwarz Leder und schwarzen Verdeck. Kurzer Blick auf den Makler Ihres Vertrauens. Ein Turbo S, 14.000 Meilen, kalifornisches Fahrzeug, ein Vorbesitzer. Komplett unfallfrei, Clean Carfax, war nur bei Porsche, im Porsche Zentrum und wurde dort gehegt und gepflegt. Das Fahrzeug hat den markanten Heckflügel, der sich auch ausfährt, über 50 Meilen. Man kann das aber auch manuell im Auto machen und zwar da. Schauen wir mal kurz auf das Herz des Ganzen. Da haben wir den 3,6 Liter, 450 PS. Interessant ist eigentlich, was die alles da reinbringen in den kleinen Platz. Es ist schwer dran zu arbeiten, aber der Zustand ist bemerkenswert. Das Fahrzeug wurde wirklich gepflegt, natürlich auch kaum bewegt, wenn man die Laufleistung runterrechnen würde von 2005 bis heute in 11 Jahren, 14.000 Meilen. Naja, das sind so 600 Kilometer im Jahr. Bisschen mehr. Kurzer Blick. Und man sieht auch schön die gelben Bremssättel. Das ist auch ein Zeichen vom Turbo S und vom Leistungssteigerungspaket. Hier die Lufteinlässe. Schön im Inneren. Der Akzent mit den gelben Nähten und den gelben Sicherheitsgurten. Ja, das Windschutz ist jetzt schon installiert. Das ist schön, man kann es drin lassen und das Dach schließen. Elektrisches Verdeck. Auch sehr schön, Mittelkonsole in Wagenfarbe lackiert. Das hier ist eine Automatik, Tiptronic. 2005 wurde die schon komplett überarbeitet. Ist also besser als die bei dem Vorgänger. Und ja, man kann auch einen Turbo mit Tiptronic fahren. Vor allem im Cabrio. So, weiße Instrumentierung. Kurzer Blick auf die Laufleistung. 14.892 Meilen, also sehr, sehr überschaubar in 11 Jahren. Hat einen Carbon-Trim in, wie man sehen kann. Hat das Original Porsche Soundsystem, Entertainment System mit Navi und CD-Wechsler, Mehrzonen Klimaautomatik, CD-Halter, natürliches PSM Standard hier. Hier kann man auch den Spoiler hochfahren im Normalfall. Kurzer Blick. Auch mehr für den Kenner, lässt sich also auch manuell hochfahren. Auch eine schöne Sache. Kommen wir mal noch mal von der Beifahrerseite.
Das Fahrzeug kommt von einer Porsche Niederlassung in Kalifornien. Wirklich wie neu, riecht auch wie neu. Hat auch alle Handbücher, alle Unterlagen dabei in der Bordmappe. Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung, ist auch alles da. Schauen wir noch mal kurz in den Kofferraum, der sich ja, wie wir alle wissen, vorne befindet. Zehn und Scheinwerfer. Die originalen Felgen. Und auch hier sieht man, dass alles da ist. Der CD-Wechsel, da finden Sie auch die CD fürs Navigationssystem, Fußmatten. Die gesamte Tasche, die Tech-Equipment-Tasche von Porsche. Und auch ganz nett, was ich schön finde, das hier ist ein Regenschirm von Porsche. Kann man das mal genau, wie man so sieht, das ist wie ein Schallknauf. Der Griff lässt sich ausfahren und der passt genau, das muss ich hier neben zeigen, ganz genau. Das passt auch auf der Frauenseite, sagen wir mal, auf der Beifahrerseite. Passt der haargenau hier rein. Witziges kleines Utensil, zeigt die Komplettheit des Fahrzeugs und die Originalität. Dieses Fahrzeug, hier nochmal das Kennzeichen, kriegt der neue Besitzer als Erinnerung mit, ist in einem 1A-Zustand und wird den Käufer mit Sicherheit erfreuen. Er hat nochmal so ein Kommen als Handschalter in einer ähnlichen Qualität. Wir, das Team von Schlohner Autobrokers von Fort Lauderdale, Florida, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit diesem Sammler 996 Turbo S. Da wir uns jetzt ja schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir den Wagen nun zur Verladerampe und dort wird das Fahrzeug dann in Container fachmännisch verpackt und geht dann auf die Reise nach Bremerhaven und von dort zu unserem Kunden. Natürlich schließen wir noch das Verdeck, bevor wir den Wagen in den Container bringen. Auch hier nochmal eine kurze Überprüfung der Funktionalität. Alles läuft bestens. Ist eine tolle Farbe. Bin wirklich überrascht, gerade in der Sonne hat ja so fast was Grünes. Wir wünschen Ihnen allzeit gute Fahrt und hoffentlich bis bald. Auf Wiederhören.